Hallo, liebe Freunde und Unterstützer vom Lobpreishaus. Ihr hört mal wieder was von uns. Der Sommer ist vorbei. Wir hatten alle eine gute Urlaubszeit. Wir waren aber in der Zeit nicht untätig. Und ich will euch mal kurz erzählen, was so passiert in unserer Stadt, was so passiert im Lobpreishaus und wie wir ja, Gottes Wunder und Gottes Wirken erleben mitten unter uns. Und ich will euch gerne damit reinnehmen und hoffe, ich kann euch ein bisschen begeistern für die Vision, die wir haben und die gerade dabei ist, ja, in Realität zu kommen. So haben wir uns die letzten Monate mit Betern aus Dresden getroffen, Leuten, die schon viele Jahre für unsere Stadt beten, für die Menschen beten und denen es da intensiv auf dem Herzen liegt, so wie uns, Gott verherrlicht zu sehen, an diesem Ort, an dem wir leben, an dem Ort, den wir lieben und zu sehen, wie Gott hier wirklich Zeichen und Wunder tut und wie Gott wirklich Veränderungen tut, wie Gott himmelreich hier in Dresden mit uns aufrichtet. Und so haben wir zusammen im Gebet eine Prophetie, eine Vision bekommen, wie wir 24 Stunden anhaltendes Gebet in Dresden umsetzen können. So haben wir gehört, dass wir dieses Gebet an 7 Orten installieren sollen. Das bedeutet, es wird nicht an einem Ort 24 Stunden gebetet, sondern jeden Tag an einem anderen Ort. 4 Orte haben wir schon, wo gebetet wird. 3 Orte suchen wir noch, logischerweise bei 7 Tagen. Und das Ganze sieht so aus, es wird quasi Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag immer jeweils an einem Wochentag an einem Ort 24 Stunden gebetet. An diesem Ort gibt es auch einen Gebetsleiter. Online kann man sich anmelden dort oder eintragen in einen Kalender. Ihr könnt auf der Seite gebetskette.one mal online gehen, da könnt ihr das sehen, da steht auch die Vision dazu. Ja, das Ganze haben wir Gebetskette getauft. Unter diesem Titel verbinden wir, unter diesem Wort, um was es nämlich geht, nämlich dass Christen aller Gemeinden, Gläubige aus unserer Stadt sich verbinden im anhaltenden Lobpreis und Anbetung, weil wir daran glauben, dass so eine Veränderung in unserer Stadt passieren wird, so dass wir Gott verherrlicht sehen werden. Denn wir denken und glauben und haben das empfangen und es gibt auch viele, profitieren schon viele Jahre dazu, dass Dresden Anbetungsstadt ist und dass aus unserer Stadt viel Kunst und Kreativität kommt. Und so wollen wir uns verbinden zu dem, was wir berufen sind, nämlich Gott anzubeten. Wir laden euch dazu herzlich ein. Ich möchte euch dazu herzlich einladen, mit all den Leuten, die schon dazugehören. Gebetskette ist eine Initiative, nicht von irgendwelchen bestimmten Pastoren oder welchen ausgewählten Leuten. Nein, es ist einfach eine Initiative von Menschen, die schon viele Jahre Gebet auf dem Herzen haben, die natürlich aus verschiedenen Gemeinden oder Hintergründen kommen und die sich zusammengefunden haben, um zu sagen, wir wollen unsere Zeit investieren, wir wollen ein Part sein, ein Glied in der ganzen Gemeinde Jesu aus Dresden, die das ein Stück weit initiiert, die das motiviert und vorantreiben will, damit wir uns alle verbinden, egal wo wir herkommen, um zu beten. Und wir als Lobpreishaus haben natürlich auch einen Tag und werden auch ab September einmal monatlich in diesem Rahmen einen Anbetungsabend machen. Wir haben das Ganze Anbetung pur, das kennt ihr schon, unplugged genannt, weil es in unseren Räumen hier stattfinden wird, die begrenzt sind. Aber alle, die das auf dem Herzen haben, die für unsere Stadt beten und anbeten wollen, die sind eingeladen, da vorbeizukommen. Hier, der erste Anbetungsabend wird am 23. September sein. Und die Gebetskette gestartet ist direkt vor dem Sommer und jetzt ganz speziell vor 2 Wochen an einem Donnerstag. Da haben wir uns in einer größeren Runde getroffen. Und da seid ihr eingeladen. Ihr könnt euch bei unserem Lobpreishaus melden, wenn ihr mitbeten wollt. Ihr könnt es auch zu Hause tun. Wichtig ist nur, dass ihr euch verbindlich eintragt, sodass das Ganze koordiniert ist, weil wir träumen davon, eine anhaltende Gebetskette zu haben. Ein nicht mehr aufhörendes Gebet für unsere Stadt, weil, wie ich schon gesagt habe, wir daran glauben, dass Gott Dresden transformieren möchte. Und dazu brauchen wir jeden, auch dich. Danke, dass ihr das eingeschaltet habt, dass ihr angeguckt habt und dass ihr uns unterstützt. Danke auch für alle Leute, die uns finanziell unterstützen, die für uns beten. Wir laden euch ein, mit dabei zu sein, im Gebet und im Lobpreis unsere Stadt zu verändern. Ciao.